Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Rollercoaster Tycoon 3. Ich werde erstmal anfangen zu zocken hier mit Sandkastenmodus. Für Karriere spielen noch nicht. Ich mache erstmal Sandkasten. Hier habe ich eigentlich schon. Ach ja, das war der andere Let's Play Park. Ich hatte schon mal Let's Play versucht mit einem anderen Headset. Aber das war so derart scheiße. Das kann man sich echt nicht mehr vorstellen. Also, boah, das war richtig scheiße. Naja, wir starten einfach mal eine neue Karte. Yay. Ja, also erstmal, ich bin der Lex Paulex, ne, wisst ihr alle schon. Ich werde auch noch ein Preview, ein Infopart von mir reinstellen. Auf jeden Fall, ich habe bis jetzt noch kein Let's Play reingestellt. Rollercoaster Tycoon 3 ist mein erstes Let's Play, das ich mache. Also erwartet jetzt noch nicht allzu Großes von mir. Ich mach's ja noch nicht so lange. Naja, ich habe das Headset auch erst gestern bekommen und habe das jetzt erstmal alles eingestellt und ich hoffe, das ist so ganz gut und sonst mal eine normale Aufnahme machen und das merkt ihr gar nicht, dass ich das hier hab. Aber ich denke, es wird funktionieren oder ich hoffe, es wird funktionieren. Wir müssen das hier auf jeden Fall erstmal runterstellen. So, wie heißt dieser Park? Ich würde sagen, wir nennen ihn Let's Play. Ihr könnt auf jeden Fall nochmal in die Kommentare schreiben, wie der Name, wie der Parkname sein soll. Ich mache erstmal 4 Euro und was der für Kosten haben soll. Ja, dann werden wir mal sehen, ne? Also ich denke, das ist schon mal ganz in Ordnung. Auf jeden Fall brauchen wir mal ein paar Blumen. Blumen sind immer gar nicht so schlecht. Ja, Blumen sind ganz in Ordnung. Und was machen wir denn jetzt? Ach, okay, man kommt rein, dann hat man hier erstmal so eine große Eingangshalle. Eine Halle ist ganz gut gesagt. Wollen wir so eine Halle machen? Am besten? So eine, wow, so eine Big Big Halle. So eine Big Big Halle. I can't just not fassen, dass es so eine Big Big Halle ist. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, fuck. 1, 2. So passt's. Und dann können wir den hier gerne nochmal wegnehmen, ne? Das wäre doch gar nicht so schlecht, ja, ne? Das finde ich ganz in Ordnung, so, ne? Hier, so, ne? Da, ne? So. Laden und einrichten, Szenerie. Selbstdefinierte Strukturen. Ja, genau. Das habe ich auch gerade so gedacht. Wegextras. Ach, hier ist das. Ne, nur das soll sein. Jetzt wird es so gruselig. Ich habe sogar so Angst. Ach, Bürowände. Das ist doch gar nicht so schlecht, hier so ein Büroteil. Oh ja, das gibt aber sehr, sehr wenig hier. Also ist viel zu wenig für meine so Auswahl, ne? Hier gibt's auch mal Boden oder so, ne? So Wände. Hallo, ich hätte gerne mal eine Wand. Ich möchte eine Wand haben. Eine stinknormale Wand. Eine ganz normale Wand. Warum versteht ihr das denn alle nicht? So eine LA-Wand. Eine LA-Wand. Ist die ganz in Ordnung? Oh, sieht ganz cool aus. Bin ich jetzt böse, weil ich jetzt eine LA-Wand hier hingemacht habe? Bestimmt bin ich böse. Ich war schon immer ein ganz, ganz böser Bubi. Also, ich war noch nie so richtig beliebt, ne? Hier so. Oh, scheiße, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, ne? Aber das können wir nachher auch nochmal wegmachen, ne? Ah, ist schon ziemlich geil, ne? Ne, so rum, ne? Hier, da, ne? Und da nochmal, ne? Gehen wir hier nochmal rüber, ne? Ich bin ein Mensch, ne? Oh, ich und die Sheila Canero, ne? Wir machen dauernd, ne? Wir sagen ja, ne? Immer ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ja, ne? Und dann geht's immer so weiter und es nervt total einfach im Let's Play, dass wir die ganze Zeit Jane sagen. Mit der mache ich oft Nailed zusammen. Nailed macht Spaß. Ich mag Nailed gerne so spielen, so, ne? Ich weiß jetzt bloß nicht, wie man die jetzt so aufeinander machen kann. Verstehe ich nicht. Ich bin so blöd dafür. Ich kann nicht verstehen, wie machen, aber ich glaube, man braucht erstmal ein Dach dafür. Würde ich jetzt mal so denken. Oh, Moment. Warum nehmen wir nicht gleich nochmal so ein LA-Dach? Ah, oh, fuck, jetzt kommt schon London. Gibt's hier auch ein LA-Deck?
Nein, natürlich gibt's hier nicht. Es gibt nur eine Ellie. Und Ellie und Ellie. Hallo, kannst du mal Dach. Ah, cool hier, Dächer. Ah, eine Dachkante. Dachkanten sind doch immer relativ schön, oder? Ja, vor allem, wenn sie nicht funktionieren. Ich hab es leid. Ich hab es so leid. Immer Wände, sonstiges. Dächer. Ah, Dächer. Ja, genau. Warum? Ach, Dächer sind dann ausgestellt. Ach so, und. Boah, nee, jetzt bin ich jetzt scheiße. Jetzt kann der ja genau so. Bürodach äußere. Natürlich. Warum soll das auch gehen? Natürlich geht das hier alles nicht. Das ist doch so scheiße, alles hier. Komm, geh hoch da, du Scheißteil. Ich weiß natürlich wieder nicht, wie alles hier funktioniert. Das ist ja logisch. Also, das kennen manche ja schon von mir, bestimmt. Wow, null. Cool, ich habe 0 Dollar bekommen. Ach ne, ich habe 0 Dollar verloren. Ja, wenn ich keinen Dollar verliere, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. So, und hier sind dann schon mal so Souvenirstände und anderes Gedönszeugs. Und natürlich Lautsprecher für gute Mucke. Ja, ich habe hier keine Mucke hingemacht, weil nachher bestimmt noch Mucke kommen wird, das wir jetzt ja gerade machen. Lautsprecher. Yay, cool. Es ist ein Lautsprecher. Und ich kann ihn nur da platzieren, aber nicht da. Das finde ich schräg. Da kann ich ihn platzieren. Das finde ich toll. Da und da machen wir jetzt zwei Lautsprecher hin. Ja. So, was spielt der hier? Oh, cool, der heißt Lautsprecher 2. Wenn man hier reinkommt. Was soll das sein? Gold 6 Bytes ist meine Lieblingsmucke. Schon mal ganz gut für so einen geilen Park, ne? Der spielt noch gar nichts. Oh ja, ein Amorbrunnen. Wow. Oh, sieht der geil aus. Vor allem, weil man den hier nicht platzieren kann. Wow, sehr schön. Ich will das hier alles platzieren, aber ich kann nicht. Das ist blöd. So, da. Und ich hab's. Kannst du da nicht mal stehen bleiben? Geht auch. Nein, da bin ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Ein Amorbrunnen. Ach, wie schön. Oh, dann bitte nein. Nein, nein, so rum. Oh, ist das schön. Oh, cool, ein Bonbonbaum. Und ein Delfinbrunnen. Okay, sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Also, wenn man hier reinkommt, hat man so schöne zwei Brunnen. Die machen hier schon mal so tolle, komische Sachen. Ja. Und dann müssen wir hier nochmal Mehrwerkssachen wegmachen. Schwupp und schwupp und schwupp und schwupp, weil hier die ganzen Stände hinkommen. Meine Güte, ich habe da wieder mal nicht dran gedacht. Aber so bin ich. Ich denke nun mal an nichts. Ja, da wisst ihr gleich meine Eigenschaft. Ich denke an gar nichts. Das ist Paul. Er denkt an gar nichts. Din, 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 din. Komm, einen können wir noch machen. Schwupp, 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 schwupp. Wenn ich mich reinlegen würde, dann würde es, glaube ich, ein bisschen kleben und ich würde nachher stinken. Oder ich glaube eher, die Brezel würden nach mir stinken. Din, 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 din. Oh, Burger, Burger. Burger. So, das machst du gerade Burger hin. So, das ist ein vergaltes Burger. Burger. Heiße Schokolade, ja kl. Oh. Meine Güte, muss man sich hier wieder um alles kümmern, meine Güte. Boah, cool, ich habe 250 Dollar bekommen, aber auch nur.
weil ich nicht weiß, was ich hier tue und was ich die ganze Zeit laber. Ich weiß nicht, was ich hier eigentlich nur rumlaber. Ja, ich bin halt so. Ja, ich bin so, ich laber die ganze Zeit nur Scheiße und die anderen hören sich dann meine Kacke an. Kaffee. Boah, nee, ich geh doch nicht in Freizeitpark, um mir Kaffee reinzuziehen. Also so abgewichst bin ich nun auch wieder nicht. Kaffee. Ich meine, wer zieht sich Kaffee rein? Kaffee. Das ist Kaffee, hallo? Aber Eis. Das Eis ist heiß. Ach nee, Eis ist ja immer eiskalt. Eis muss sein. Und jetzt kommt wieder was zu trinken. Vor allem, weil es hier nichts mehr zu trinken gibt. Wuhu! Yeah, Baby! Es gibt nichts mehr! Klasse! Oh, Ballons! Ballons gehen weg wie warme Semmel. Obwohl, warme Semmel sind, gehen nicht ganz so gut weg wie Ballons, aber... Ballons, die gehen weg wie Ballons. Unnötig. Unnötig. Hershey's Verkaufsstand. Nee, wir nehmen wieder Hot Dogs. Oh, lecker Hot Dogs. Hot Dog, großer Hot Dog. Komm mit allem drum und dran. Nee, Mist, ich hab nicht so eine gute Fingerfertigkeit. Ich weiß, es hört sich gerade ein bisschen komisch an. So, was soll hier noch so stand hier? Oh, nee, Erste Hilfe. Na, wer braucht schon Erste Hilfe hier bitte? Erste Hilfe, Mensch, braucht doch kein Mensch. Erste Hilfe. Aber es ist blöde, wenn er da steht. Erste Hilfe sollte lieber am Rand stehen. Ja, das finde ich auch ganz gut. Und ich weiß jetzt nicht, warum ich so leise rede. Komisch. Ja, versteht ihr auch nicht, oder? Nee, ich weiß. Aber nehmen wir gar nicht an. So, jetzt kann man mich wirklich nicht mehr hören. Jetzt rede ich dann doch wieder mal laut. So, mach was mal hier. Dann nehmen wir so ein Ding und ach ja, genau, da kommen ja die Teile hin. Die Erste-Hilfe-Automaten. Oh, das kosten auch nur 250. Vor allem nur 250. Hey, guck mal, ich habe gerade eine Erste-Hilfe gebaut. Die kosten nur 250 Dollar. Ach nee, sind diese Euro. Genau, ich habe es ja umgeändert auf Euro. Ja, das war auch mal eine gute Idee. Ach ja, und dass das jeder braucht, so ein Geldautomat hier. Braucht auch jeder Mensch. Ich will Geld haben. Geldautomat. Ja, bei mir muss alles symmetrisch sein, es sei denn, es handelt sich um Buden. So, unser Park. Ist das nicht reizend? Ein kleines Perklein. Ein kleines ein Pickel höchstens. Ja, auch sehr schöne Qualität. Aber wo beginnt die Straße? Beginnt hier die Straße? Wo sind wir überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Oh, doch, cool. Wir sind so ziemlich richtig. Jetzt sind wir richtig. Komm schon, komm. Ja, hab ich doch gewusst, wir sind so da richtig. Also noch ein bisschen schräg. Cool, hier. Yeah. Wow, gibt's hier viele Buden. Hey Mama, guck mal, Ballons. Ich mag Ballons, aber nur wenn sie dämlich sind. Okay, das war nicht besonders lustig. Ich erzähle die ganze Zeit nur Scheiße. Ich hab so eine gewisse Situationskomik. Aber nicht im Let's Play. So kennt man mich halt. So nicht Let's Playerig. Jetzt mach's gleich plopp und dann ist wieder Tag. Wetten. Oh, ich bin so gut. Ich kenne das Spiel so gut. Ja, ich kenne es so gut. So, Scherz-Shirts, was auch immer das ist, es interessiert mich ein Scheiß, was Scherz-Shirts sind. Was sind Scherz-Shirts?